Servus, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit Rise of the Tomb Raider. Ich grüße euch, Hallöchen, Freunde, ihr kennt das Motto, Däumchen wären Träumchen, ganz genau. Freunde, ha, es geht da hoch, jetzt erste Mal. Ja, ich will mal gucken, was hier überall ist, ich will mal schauen, was hier so Sache ist. Und wie gesagt, mir geht es auch darum, dass ich nicht nur alleine die Story mache, ja, sondern mir geht es auch darum, dass ich hier ein bisschen vorankomme. Fehlende Ausrüstung. Okay, das hat sich ja schon mal erledigt. Dann kommen wir hier schon mal nicht hoch. Okay, kein Problem. Wie gesagt, ich mache das ja sowieso dann alles so, dass ich dann hergehe und dann versuche, noch so nebenbei alles einzusammeln, was es irgendwie gibt. Ja. Problematik ist halt jetzt gerade, wie gesagt, ich sehe halt noch nicht alles. Münzenversteck. Münzenversteck! Wo ist es? Münzenversteck? Alte Münzen. Ein Versteck alter Münzen. Direkt vor mir. Direkt hier. Irgendwo. Da ist es. Da. Ist es das? Habe ich Münzen bekommen? Ich habe Münzen bekommen. Yay, cool. Ich habe Münzversteck gefunden, Freunde. Das ist einfach so. Cool. So, warte mal. Gibt es hier oben noch irgendwo was, was ich mir holen kann oder so? Warte mal. Ich muss mal da rangehen. Das ist doch, wenn ich es geholt habe, ist das... Ah, hier, guck mal. Hier sind auch Münzverstecke aufgedeckt. Aha. Münzverstecke. 1 von 9. Aber es sind noch nicht alle aufgedeckt. Cool. So, okay, Freunde. Aber wie gesagt, wir haben ja die Lagerfeuer. Ja, und die Lagerfeuer können wir ja dann hergehen. Können wir ja dann zurückgehen. Weil ich werde mich dann in separaten Folgen nämlich dann hergehen und werde es nämlich dann sehen, dass ich das dann auf 100% bringe. Genau. So, warte mal. Jetzt will ich mal hier gucken, was es hier so gibt. Wenn du noch mehr Gold hast, ich habe jetzt 9. Ich habe Ausrüstung für dich. Ich glaube, sie sind uns noch nicht auf der Spur. Oh yeah. Was ist das? Diskret, ja? Natürlich, ich bin immer diskret. Ich bin stets diskret. So, hier guck mal. Oh, hier gibt es so viele schöne Waffen. Oh, und da brauche ich die ganzen Münzverstecke. Oh. Okay. Aber lässt sich gerade nicht ändern, Freunde. Okay, Freunde, wir machen in der Story weiter. Ja, ich versuche es zumindest so gut wie möglich voranzukommen. So, jetzt müssen wir mal hier rüber. Guck mal da. So. Hoi. So. Pass mal auf. Berichte bleiben aus. Trinity macht sich langsam Sorgen. Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir eingreifen. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Das hat doch wehgetan. Warum so aggressiv? Ich habe doch nur ein paar von euch getötet. Oh, ganz üble Geschichte. Ich glaube, die hat Kopfschmerzen jetzt. Lara, geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich habe doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hole uns hier raus. Irgendwie. Göttliche Quelle. Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Ah!
Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Was? Du. Nein. Du gehörst zu denen. Ich glaub das einfach nicht. Du Dreck! Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben? Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Das hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Ja, das ist eine ganz, ganz falsche Schlange, ist das. Oh, das wird Fratzgeballer geben. Oh, das gibt auch zum Maul. Aber so richtig. Ist nicht vorbei. Oh ja. Bastard! Ist noch lange nicht vorbei. Vielleicht kann er einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also... Wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Oh yeah. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Oh ja, die sind böse. Ganz böse sind die. Guck mal, ich habe einen Schreibtisch in meiner Zelle. Ha, cool. So, was haben wir denn hier? So, pass mal auf hier. Pass mal auf. So. Zack. Und schon haben wir eine Waffe. Yay, cool. Was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich es weiß. Genau, hier, guck mal. Da haben wir was. Da haben wir was. Ha, cool. Pass mal auf hier. Weg mit dem Gelump hier. Das hatten Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Ja, ja, ja. So, pass mal auf. Jetzt gehen wir mal hier durch. Das wird gleich hier actionreich. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah, cool. Guck mal hier. Na bitte, geht doch. Geht doch. Perfekt. Nein,
Aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Recurve-Bogen, yes! Ich habe einen Recurve-Bogen. So, gibt es jetzt hier noch irgendwas zu holen oder so? Nee, ne? Ende Gelände. So, pass mal auf, jetzt gehen wir mal hier durch. So, perfekt. Vorsicht. Ah. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Zielen und linke Maustaste Seilzug nutzen den, das Seilpfeil um Feinde oder okay, pass mal auf hier. Und zack und weg damit. Aha, hat geklappt. Können Sie da raus? Natürlich. Bin doch schmal und zierlich. So, pass mal auf hier. Guck, da. Zack. Halt. Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Danke. Ich heiße Jacob. Lara, nehmen Sie das, falls wir getrennt werden. Oh ja. Haha. So, Freunde, jetzt müssen wir hier ganz genau gucken, weil ich nicht weiß, ob das hier eine Stelle ist, wo wir hin zurückkommen. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Jetzt machst du erstmal einen ganz ruhigen hier. Ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Jetzt erstmal ganz ruhig, ganz chillig, ja, weil jetzt muss ich erstmal hier gucken. Ja, wir müssen hier alles mitnehmen. Guck, da. Hier. Sind nämlich überall Sachen, ja. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue... bessere Welt ist nah. Ja, aber garantiert wird diese bessere Welt ohne dich kommen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ha. So, was haben wir hier noch? Okay, 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 okay. Gehen wir mal in seine Zelle. Vielleicht hat er da irgendwas gebunkert. Ha? Hast du hier irgendwas gebunkert? Nein, hat er nicht. Ah, da vorne ist noch was. Guck mal da. Ja, Lara, lauf doch noch ein paar Millimeter langsamer. Oh. Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Okay. Das ist leer. Da ist nichts drinne. Okay. Alles klar. Nimm's trotzdem mal mit, wenn's recht ist. Ja? Wird schon keiner vermissen, bin ich mir sicher. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Da ist ein Toter! Da drin auch irgendwo was sein könnte oder so? Nee, ne? Da ist nichts. Okay, wir müssen hier raus. Hallöchen. So, okay, alles klar. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. So, Moment, Moment, ich schaue mich um. Ich war eigentlich der Meinung gewesen, dass hier auch mal irgendwo etwas war. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, wo es war. Oder ob es hier war, oder wie, oder wo, warum. Ist hier oben irgendwas? Ist da was? Ist das was? Nee, ne? Das ist nichts. Das ist ein Hauch von nichts. So, okay, alles klar. Wir gehen mal nach unten. Was haben wir hier? Oh yeah. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Narben. Es war ein Arbeitslager. Okay. Ha! Warte. Habe ich,
Habe ich meinen Dietrich noch? Ach, da brauche ich nicht den Dietrich, ne? So. Aha. Halbautomatische Pistole. 3 von 4. Yes, cool. Ey, geh mal aus dem Weg da. Ich muss doch hier gucken. Ich muss doch hier gucken. Dankeschön. So, was gibt's hier noch? Gibt es hier noch irgendwas zu holen oder so? Da haben wir noch was. Okay, okay. Wie gesagt, ich gucke ganz genau, Freunde. Ja, ich weiß nicht mehr aus der Erinnerung, ob wir hier nochmal her zurückkommen. So, jetzt machen wir erstmal das hier. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Ja. Hier, guck, das, oh, Freunde, das wird hier riesen Fratzgeballer geben. Ich weiß es. Ich weiß es. So. Jetzt gucken wir uns das hier mal an. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott. Oh, das Mann. Das muss schrecklich gewesen sein. Wer diese Zeiten überlebt hat, hat viel zu erzählen. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Okay. Jetzt ist leer. Okay, geht von vorne los. Alles klar. Sehr schön. Okay, wollen wir da mal raus hier? Ja? Ja, alles klar. Komm. Gehen wir mal. So, und wuff. Jetzt geht's raus hier. Ach, hier war das gewesen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Sicherheit ist ein relativer Begriff hier in der Gegend. Er ist sehr dehnbar. Mhm. Oh yeah, guck mal, da geht's raus. Kommando Posten 2, letzter Heli gestartet. Verstanden. Das ist die letzte Lieferung. Berichte über Probleme beim Kommunikationsdepot. Der Einheimische? Negativ. Haben einen bewaffneten Eindringling gesperrt. Wir haben Ärger auf dem Weg. Erwarten wir noch andere? Vermutlich. Nach dem ersten Angriff haben wir die Patrouillen verstärkt. Wenn noch jemand da draußen ist, finden wir ihn. Oder ich finde euch. Haha. Pass mal auf hier. So. So, haben wir hier irgendwas? Ha? Nö. Ein Hauch von nix. Yeah. Okay. Moment, ich hab's gleich. Das war's. Kann losgehen. Okay, fahren wir das Ding raus. Konstantin will ein Team oben beim Kupferwerk, bevor der Sturm losbricht. Okay, jetzt ist voll. Oh yeah. Okay, ein kurzer Überblick. So, du kannst schon mal weg. Zack, du bist fort. Du machst schon mal keinen Alarm mehr. So, du da hinten, du kommst auch weg. So, zack. Du da oben, du hast auch keinen Sinn mehr.
So, sehr schön. Okidoki. Die sind schon mal weg. Ob ich dich auch wegbekomme? Wir werden angegriffen. Nein, werdet ihr nicht. Durchsuchen und säubern. Los geht's. In Position. Hab dich. Hab sie. Da ist sie. Hey. So. Nur du und ich. Hättest du gerne. Dabei hat das doch so schön angefangen. Oh. So. Freunde, jetzt wird's lustig. Pass mal auf. Oh, 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 oh. Erstmal hier ausräubern. Erstmal alle ausräubern, Freunde. Ja? Was habe ich eigentlich an Waffen? Okay, ich habe die beiden Waffen. Sehr schön. Sehr schön. Hahaha. Und ich habe keinerlei Munition mehr. Das kommt auch sehr gut, Freunde. Ja. Oh, der hat Munition dabei gehabt. Cool, cool. Okay, alles klar. Ich werde erstmal hier die Leute ausräubern. Ja. Damit ich erstmal hier das Zeug wieder habe, was ich brauche. Da ist Munition. Ja, perfekt. So. Da liegt noch einer rum. Jawohl, Dankeschön. So. Einmal hier rein. Ach, hier waren auch noch diese Laptops. Oh. Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Oh, vielleicht hat sie auch wirklich Gefühl gehabt, du Babsack. So, was ist denn das da? Aha, cool. Jacob, ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof, ich bin schon drin. Okidoki, so, ich glaube, die musste ich hier kaputt machen, ne? Oh, Entschuldigung. Zack, Herausforderung, jawoll. Boing, boing, weg. Datenkorruption, jawoll. Freunde, so läuft's. So läuft's. Wir machen alles futsch hier. Oh, pass mal auf, vielleicht kann ich das ja hier auch in die Luft jagen, oder? Oder auch nicht. Boing. Ah, cool. Ich mache hier alles futsch, Freunde. Ich mache hier alles kaputt. So, haben wir jetzt hier drin noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Okay, alles klar. So, pass mal auf hier. Mal alles hier im Brand stecken hier. Guck mal da. So, zack. Geht das nicht? Okay, ich mache... Boing. Sehr schön. Sehr schön. Oh, herrlich. Ich liebe es, Sachen zu zerstören, Freunde. Das ist cool. Oh, was ist das? Boing, auch weg. Alles weg. So, da hinten ist auch noch so ein Ding. Weg. So. Muss ich nur sehen, dass ich es auch alle finde, Freunde. Ich muss sie alle finden. Da. Kaputt. Alles klar. So, wo ist jetzt das ganze Zeug? Wo ist jetzt das ganze Zeug? Tata. Hier mal hier hoch. Wenn ich da hochkomme. Nein, so komme ich da nicht hoch. Ich muss hier hoch. So, Freunde, weil jetzt werden wir nämlich hergehen und werden nämlich schauen, dass wir nämlich hier... Ach, da ist eine Leiter daneben. Hahaha. So, Moment. Einmal hier rüber, bitte. So, da liegt auch noch einer rum. Sehr schön. Cool. So. Okay, 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 okay. Einmal hier rüber. Ah, das Ding habe ich vermisst, Freunde. Das ist gut, dass ich mir das gekauft habe. Das ist jetzt praktisch. So, dich habe ich auch.
Bei dem komme ich nicht heran, ne? Bei dem komme ich da leider nicht dran. Egal. So. Hier oben noch irgendwas, was ich zerstören könnte oder so? Nee, ne? Ach, Lara, das sollst du ja noch nicht machen. Ich wollte, dass du da rüber springst, bitte. Komm, und Opsi. Dankeschön. So, siehste? Läuft. So, mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden oder so. Was hier irgendwie interessant wäre. So, hier ist nix. Ist hier oben noch was? Ich muss ja sehen, dass ich hier alles finde, Freunde. Aha. Weil hier weiß ich auch nicht, ob wir hierher zurückkommen. Da ist noch was. Guck mal hier. Zack. Datenkorruption. Jawohl. Einmal hier hoch. Hier auch noch irgendwas oder so? Komm, das hier machen. So. Sehr schön. Da ist ein Schrank. Tata. Das finde ich wunderbar. Yay. Ah, stimmt ja. Die kann ich ja jetzt auch aufmachen. Cool. Haha. Cool. So. Und, aber ich bin hier noch nicht fertig. So, das sind 6. Oh, warte. Dankeschön. So. Okay, okay, okay. So, hier sehe ich schon mal nichts mehr. Da ist noch ein Nest. Das nehme ich mit. Dankeschön. So. Hatte ich die hier auch schon alle ausgeräubert? Ich glaube schon, ne? So, war hier drinnen noch irgendwas gewesen, was man noch hier zerstören konnte oder so? Ah, hier, guck mal. Hallo? Warum darf ich das nicht mitnehmen? Warum ist das voll? Oh. Das ist jetzt traurig. Das ist mehr als enttäuschend, Freunde. So, hier sehe ich nichts. Okidoki. Hier hinten noch irgendwo was vielleicht? Ja. Warte, was ist das? Oh, Metalle. Cool, Metalle kommen immer cool. So, okay, dann nehme ich noch das hier mit. Dankeschön. So. Okay, da liegt noch einer. Den habe ich noch nicht ausgeräubert. Dankeschön. So, hier sehe ich auch nichts. Da oben war nichts. So, Moment, Moment. Da ist nochmal Heilpflanze. Ich weiß aber nicht, ob ich die mitnehmen kann oder ob das auch voll war. Nee, war auch voll. Alles klar. Sehr schön. Guck mal hier. Zack, das auch platt gemacht. Jawohl. So, da ist noch einer. Den habe ich auch noch nicht ausgeräubert. Sehr schön. So, aber ich glaube, hier war es das dann erstmal gewesen, ne? Ich sehe hier nämlich gerade nichts mehr. Das mit Datenkorruption, das muss ich dann noch gucken, ob das hier irgendwo auf dem Weg auch noch ist. Ich sehe hier nämlich auch keine mehr von diesen Laptops rumstehen. Kann ich leider nicht mehr sehen. Okidoki. So. Okay, jetzt muss ich irgendwie da hoch. So. Das. Da. Und. Da. Oh, das war falsch. Entschuldigung. Zack. So. Jawohl. So muss das sein. La. So, zack, sehr schön. Hier runter. Erna, ich muss da reinkommen. So. Scheiße. Vorsichtig, Lara. Aber ich will selbst in diese Ruinen. Und Kraft. Wir lassen sie am Leben. Okay. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben.
Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe, was ich geopfert habe, was mich erwartet. Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Aha, guck mal, Bruder und Schwester. Ja, 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 hier. Haben's Faustdick hinter den Ohren. Was tun Sie? Daten holen. Hahaha. Ha, ha. Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier! Ich finde sie! Wir müssen sie finden! Weitersuchen! Sie müssen hier irgendwo sein. Nein, wir sind nicht hier. Wir sind nicht hier! Wir sind weg! Okay. Okay. Ich muss hier irgendwie raus. Mach mich mal dünne, ja? Ich verschwinde dann mal. Oh, herrlich. Einfach nur herrlich. Die Warnung ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Okay. Sehr schön, Freunde, aber leider sind wir dann mit dieser Folge hier am Ende. Ich sage Dankeschön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge. Denkt daran. Ja, ja, wir müssen hier raus, ganz genau. Aber Lara, du musst bis zur nächsten Folge warten, ja? Freunde, schaut mal in die Endcard, wieder cooler Stuff verlinkt. Ja, und ich würde sagen, ja, tschüss.